Liebe Studierende, ich möchte Ihnen jetzt das Lehrangebot des Fachgebiets Versorgungsplanung und Versorgungstechnik für das Wintersemester 2022-2023 vorstellen. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die Studierenden des ersten Semesters, mit denen wir die Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 1 in diesem Semester durchführen werden. Liebe Erstsemesterstudierende, wie wir Ihnen bereits per E-Mail mitgeteilt haben, wollen wir uns am ersten Termin der Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 1 am Freitag, den 21.10.2022 am Vormittag uns mit Ihnen beim Rooftop Exmontalhausgebäude am Einsteinufer treffen. Hierzu teilen wir die Studierende des Semesters in drei Gruppen auf und wir werden dann mit jeder einzelnen Gruppe Ihnen auseinandersetzen, was wir in den nächsten Jahren im Bachelor und Master Ihres Architekturstudiums im Fachgebiet mit Ihnen vorhaben, in der Lehre. Wir werden Ihnen aber auch eine Übersicht über die Forschungsaktivitäten unseres Fachgebietes geben. In der darauffolgenden Woche werden wir dann mit den Inhalten der Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 1 beginnen. Wir werden uns mit den Themen Außenklima und Raumklima des Gebäudes beschäftigen, danach mit den Komponenten, die zwischen dem Außen- und Innenklima liegen, nämlich der Baukonstruktion des Gebäudes und dem thermischen Verhalten der Gebäudehülle. Daneben werden wir auch die Grundlagen der Heizung, Lüftung und Klimatechnik kennenlernen. In einer begleitenden Übung werden wir verschiedene Themen der Vorlesung vertiefen in kleinen Rechenübungen und anderen ersten Überlegungen zur Theorie. Im zweiten Studienjahr werden wir innerhalb der Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 2 vertiefende Themen der Bauphysik behandeln, wie zum Beispiel die Problematik der Wärmebrücken, die auf diesem Bild sehr schön durch eine Infrarotaufnahme dargestellt ist. In der Vorlesung von Gebäudetechnik 2 werden wir uns zunächst mit den Grundprinzipien einer energieeffizienten Gebäudeplanung befassen, wozu auch der energieeffiziente Gebäudeentwurf gehört. Weitere Themen sind die Vertiefung von Bauphysik, wie zum Beispiel die schon erwähnten Wärmebrücken oder Wärmespeichereffekte im Baukörper. Weiterhin werden wir uns mit den wichtigen gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung beschäftigen, die heute ein Regelwerk für jedes neu gebaute Gebäude ist, aber auch für den Gebäudebestand sehr viele Ideen und Vorschriften zur Energieeinsparung beinhaltet. In der Übung werden Sie in Kleingruppen selbst einen energieeffizienten Gebäudeentwurf entwickeln für verschiedene Standorte in Europa. Weiterhin werden Sie eine Wärmebrückenberechnung für Ihren eigenen Entwurf vornehmen. In der Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 3 ab dem fünften Semester werden wir uns mit vertiefenden Themen der Gebäudetechnik beschäftigen. Die Lehrveranstaltung Gebäudetechnik 3 wird sich schwerpunktmäßig mit der komplexeren Technik für Nichtwohngebäude beschäftigen, also zum Beispiel der Raumluft- und Klimatechnik. Weitere Inhalte dieser Lehrveranstaltung sind die Regeln der Energieeinsparverordnung für Nichtwohngebäude kennenzulernen, mit ihrem zonierten Ansatz, der auf sehr unterschiedliche Gebäudetypen eingehen wird. Im Masterseminar Klimadesign und Energieeffizienz wollen wir in diesem Semester das Thema Reconnect, Revitalisierung und Vernetzung von Regionalbahnhöfen behandeln. Durch den Wegzug der Bevölkerung in die städtischen Metropolen und die Ausdünnung der Schienennetze sind solche Bahnhöfe häufig stillgelegt worden oder befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Sie werden in diesem Seminar mit unserer Stützung Konzepte entwickeln, wie diese Regionalbahnhöfe wieder wichtige Knotenpunkte für die lokale Mobilität werden. Zu diesen Konzepten gehören Elemente zur lokalen Mobilitätseinbindung, aber auch Elemente zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Bahnhöfen. Konkret können dies auf der Mobilitätsseite Möglichkeiten des Bike and Rides oder des Park and Rides auch mit Unterstützung von erneuerbaren Energien in Form einer Solartankstelle sein, aber auch eine gute Vernetzung zwischen Bus und Bahn. Auf der Aufenthaltsqualitätsseite sind Möglichkeiten eines attraktiven Cafés,
des Einkaufs von Lebensmitteln, aber auch die Möglichkeiten eines schnellen und einfachen Einkaufs in kleinen Shops zum Beispiel könnten Lösungen darstellen. Im Seminar Klimadesign und Energieeffizienz beschäftigen wir uns neben dem konkreten Semesterthema auch mit den theoretischen Grundlagen, um klimagerechte und energieeffiziente Gebäude zu planen und zu analysieren. Hierzu gehören diese Themen wie Raumklima, thermische Behaglichkeit, der grundlegende Entwurf der energieeffizienten Gebäudehüllen, aber auch, wie erstelle ich ein Gebäudeenergiekonzept, bis hin zu Detailfragen, wie eben Gebäudetechnik geschickt in den architektonischen Entwurf integriert werden kann. Ich hatte schon erläutert, dass eben der energieeffiziente Gebäudeentwurf eines Regionalbahnhofs dieses Semester im Mittelpunkt steht. Das werden wir je nach Gruppe für unterschiedliche Klimastandorte verteilt auf der Welt untersuchen. Und dazu werden Sie eben ein passendes Energiekonzept auch noch entwickeln. Bei dem Bestandsbahnhof, den Sie ja untersuchen werden, geht es einerseits das Bestandsgebäude energetisch zu sanieren, aber auch mit einer architektonischen Erweiterung zu versehen. Die Werkzeuge, die wir für den energetischen Entwurf zur Verfügung haben werden, ist einerseits das Simulationsprogramm IDA-ICE zur thermischen Gebäude- und Anlagensimulation, aber auch ergänzend das Programm PolySun, mit denen Sie sehr gute gebäudetechnische Energiekonzepte entwerfen können. Das werden wir erst beim Grundlesen lernen, mit diesem Simulationsprogramm umzugehen, aber dann werden wir sie direkt auf das Semesterthema anwenden. Beginn des Seminars, dem ersten Donnerstag im Semester. Das Seminar ist wie jedes Jahr auf 20 Studierende begrenzt. Und da freuen wir uns sehr, mit Ihnen auch auf dieses vertiefende Thema dann in diesem Semester einzusteigen.